nachts aufgewacht. Es ist 2 Uhr und ich wurde irgendwie geweckt von so einem merkwürdigen Geräusch. Ein Mann hat gepfeift. Es hat sich so angehört, als wäre es direkt unter meinem Fenster. Als ich das gehört habe, bin ich natürlich sofort zum Fenster gegangen und habe aus dem Fenster geguckt, aber da war keiner. Kein Mann, keine Person, nichts. Ich weiß nicht, von woher es kam. Das Komischste, das Merkwürdigste sogar ist, dass heute, als ich nach Hause kam, dass ich dieses, ja, dieselbe Art von Pfeifen gehört habe. Dieselbe Melodie. Ich weiß nicht. Ich fühle mich nicht mehr, schon selbst nicht mehr in meinem eigenen Haus sicher. So langsam glaube ich, dass wieder irgendeine Tat von Unbekannten ist. Und das beruhigt mich nicht. Kein bisschen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe einfach nur Angst. Ich glaube, ich versuche jetzt wieder zu schlafen. Bringt nichts. Ich hoffe nur, dass ich nicht irgendwie paranoid werde. Oder ich weiß es nicht. Ich hoffe einfach, dass irgendein zufälliger Nachbar ist, der von der Bar kommt oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Stunde ist jetzt um, seit meinem letzten Video. Und ich werde immer nervöser, jede Minute, jede einzelne Minute. Ich habe die Kamera ausgemacht, habe mich unter meiner Bettdecke verkrochen und gewartet. Einfach nur gewartet. Und 30 Minuten danach wieder das Gleiche. Das gleiche Pfeifen. Ich kann nicht mehr. Es war das gleiche Pfeifen. Die gleiche Melodie. Der gleiche Ort. Diesmal habe ich ein paar Sekunden gewartet und dann habe ich sofort aus dem Fenster geguckt, aber schon wieder nichts. Nichts. Nichts gesehen. Nichts gehört. Keine Person gesehen. Keine Person gehört. Keine Katze. Kein Hund. Kein Auto in der Nähe. Nichts. Jetzt habe ich keinen Zweifel mehr. Es ist wieder der Unbekannte. Aber warum?
will mir irgendwie wieder eine neue Nachricht mitteilen. Es war so schwer für mich, die letzten Tage zu schlafen. Und jetzt endlich, wenn ich endlich schlafen kann, sendet ihr mir dieses Pfeifen. Warum? Warum tut ihr mir das an? Ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll, was ich tun soll. Ich weiß nicht, dieses ganze Spiel, das macht mich einfach fertig. Ich will ihn fangen. Ich will ihn fangen und fragen, was er von mir will. Was er will, was er damit erreichen will. Warum tut er mir das an? Und warum sucht er mich aus? Naja. Egal. Ich werde keine andere Möglichkeit haben, außer die Nacht wach zu bleiben und zu warten. Ich mache mir einen Kaffee, aber die Kamera, die lasse ich an. Nur für den Fall, falls was passiert. Ich mache die kurz aus, mach das Licht an und dann filme ich das. Okay, Leute. Ich filme jetzt einfach mal erstmal diese Stelle. Und dann schauen wir weiter. Irgendwas muss passieren. Ich muss was haben. Ich will wissen, was der Unbekannte von mir will. Deswegen nehme ich diese Stelle jetzt erstmal auf. Ich mache mir jetzt einen Kaffee. Gleich, wenn ich wiederkomme, dann schaue ich mir erstmal die Aufnahmen an. Und dann weiß ich nicht. Ich gehe. Ich mache mir Kaffee. Wieder. Schau mal, was der aufgenommen hat. Also, ich hatte recht. Es ist der Unbekannte wieder. Er jagt mich und will mich verrückt machen. Ich wusste es. Oder vielleicht ist es doch nicht der Unbekannte. Vielleicht werde ich ja wirklich verrückt. Vielleicht ist das ja wirklich nur alles in meiner Einbildung. So langsam bin ich echt am Verzweifeln. Die Kamera hat zwar nur einen Schatten gezeigt, aber dieses verrückt machende Pfeifen, das hat man sehr gut gehört. Das hat man laut und deutlich gehört. Ich gehe morgen nach meinem Nachbarn hin, um ihn zu fragen, ob er irgendwas gehört hat.
Ich bin mir zwar ziemlich sicher, dass er nichts gehört hat. Aber egal, nur für den Fall. Ich will endlich Klarheit. Dieses Spiel macht mich wirklich, wirklich fertig. Okay, ich bin jetzt auf dem Weg zu meinem Nachbarn Dorian. Er ist nicht die netteste Person, aber ich hoffe, dass er irgendwas gehört hat von letzter Nacht. Naja, schau mal. Gar ein Hund. Naja, ich klinge jetzt einfach mal. Kleines Kind, hör auf mich zu nerven. Hi Dorian, ich wollte dich eigentlich nur was fragen. Ich wollte dich jetzt nicht stören. Und zwar letzte Nacht, so um 2 Uhr, habe ich etwas gehört. Und zwar habe ich gedacht, dass vielleicht ein Dieb in der Nachbarschaft ist. Und ich wollte dich eigentlich nur fragen, ob du auch was gehört hast. Ein Dieb? Ja. Gestern? Ja. Sag mal, hast du das nicht gehört, was sie da gestern veranstaltet haben? Die haben doch richtig Rambazamba gemacht, diese Teenie-Scheiß-Kinder da. Da konnte ich noch nicht mal meinen Film hören, ja? Und Gordon, der hat Schlafprobleme. Da kann ich kein Dieb hören. Okay, dann tut's mir leid, dich genervt zu haben. Dann gehe ich mal wieder. Ja, ja. Bis bald. Ja. Lass gehen, ne? Ja, tschö. Was hab ich gesagt? Er ist nicht die netteste Person, aber ich habe es mir echt erhofft. Was mich nur wundert ist, dass gegenüber keine Party war. Ich habe nichts gehört. Das kann nicht sein. Das ist halt so ein Typ, der jedes Mal so 80er Filme schaut, die er wohl dieses Mal anscheinend nicht schauen konnte, wegen irgendeiner Party, die gar nicht existiert hat, weil ich sie nicht gehört habe. Ich weiß es nicht. Ich mache jetzt die Kamera aus. Ich gehe jetzt mal wieder nach Hause. Tja. Das wird hier irgendwie immer verrückter. Dorian hat erzählt, dass gestern Nacht irgendeine Party lief. Die ganze Nacht. Aber ich habe gar nichts gehört, gar nichts gesehen von irgendeiner Party. Ich weiß auch nicht, was das zu bedeuten hat. Ich habe ein bisschen recherchiert und ich habe herausgefunden, dass damals Diebe ein Pfeifen benutzt haben, um ihre Partner zu warnen, dass jemand nach Hause kam, von dem die was gestohlen haben. Aber ich weiß auch nicht. Will der Unbekannte mir damit vielleicht irgendwas sagen? Will er mir damit eine Nachricht mitteilen, dass er kommt? Scheiße. Ich hatte das aufgenommen. Da ist nix. Scheiße. Da war doch was. Ich bin garantiert nicht verrückt. Aber so wie es aussieht, bin ich wohl der Einzige, der diese Geräusche hört. Jetzt ist nur die Frage, was soll ich machen? Was? Ist der hier drin? Scheiße! Ich muss hier
Ich muss runter. Fuck. Das kam von der Küche, garantiert. Hier ist nix. Was soll ich denn machen? Das Ganze, das macht mich so fertig. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Der Unbekannte. Ich weiß nicht. Will er mich irgendwie psychisch am Ende bringen und mich dann umbringen? Will er mich erstmal quälen? Ich weiß nicht, was das war. Da war doch jetzt wieder einer. Oh, Scheiße!